Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich herzlich willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Wir sind, glaube ich, schon in Folge 8, wenn ich das richtig habe. Ja, und wir machen mal direkt weiter. Ihr seht, hier unten wird noch gegraben und so, das, was wir im letzten Video an Aufträgen verteilt haben. Hier, da fehlt die Bewässerung, okay. Heißt, das, was hier an verschmutztem Wasser ankommt, reicht aktuell für keine zwei Pflanzen. Das ist natürlich. Ja, nicht unbedingt viel, aber gut. Wir können eigentlich parallel auch schon die beiden Plätze daneben haben. Haben wir unsere drei Glanztrikots. Die lassen wir auch da, wo sie sind. Oh, wir haben hier schon Weltraum, okay. Das heißt, wir sind hier schon am oberen Ende fast angelangt. Ist doch schon mal was. Ja, hier haben wir einen Auftrag zum Graben. Ich wollte einfach nur mal eben schauen. Ah, genau, hier müssten wir dann noch. Reinmachen. Dann haben wir uns einfach mal der Alter hier durch, gucken, wo wir da ankommen. Ihr müsst im Grunde dann auch noch weiter rund. Das große Thema dieses Videos, habt ihr aber auch in dem Titel schon gesehen, soll eigentlich die Küche werden. Und dafür bauen wir so ein paar Sachen um. Ich hatte mir eigentlich schon Entschuldigung, einen Plan gemacht, merke aber gerade, dass der ein bisschen blöd ist. Muss ich den noch mal überdenken. Wir ändern es insofern, dass wir unsere Forschungsstation und auch den Supercomputer hier oben noch mal neu. Leiterkabel. Können auch einen Gang höher schalten oder zwei. Ja. Dann dürfen wir die entfernen, das Bild entfernen, das entfernen. Und zeitgleich aber hier auch schon aufstellen. Wobei hier eigentlich nicht. Müssen die einfach noch mal ein bisschen umbauen. Decken die Oxidierer stellen wir mal hier auf. Der nämlich wieder weg. Dann bauen wir hier komplette Ziegel aus Granit und auch hier am Ende. Liegen die? Was machen eigentlich überhaupt unsere Algen? Knapp 5 Tonnen, okay. Das auch eins der nächsten. Eine 7 war das. Eins der nächsten Themen. Hab ich denn da jetzt auf zerlegen? So. Ja, was wir aber zerlegen. Den Ziegel. Bauen Gott, eine Tür. So,
weiter runter. Die Ersten dürften jetzt vielleicht jetzt erkennen, was ich hier vorhabe. Vielleicht auch mehr als nur die Ersten. Lösen wir das am besten. Jetzt wird es nämlich gleich ein bisschen offen. Erstmal können wir diese Tür öffnen. Wie füllen wir diesen Raum mit CO2? Das ist das nächste eigentlich, was ich frage. Ich glaube, die einfachste Antwort ist, indem ich hier Kohlegenerator aufstelle. Eine Pumpe und eine Leitung hochbauen. Einfachste Lösung. Hier. Gasleitung. Und einen Gasabzug. Voll. Um müsste eigentlich so passen, wie ich die Pumpe platziert habe. Warten wir einfach ab, werden wir gleich sehen, wenn es fertig ist. So, und in diesem Raum möchte ich dann unsere Kühlschränke stellen. Zerlegt werden, das brauchen wir da nicht. Weil die sollen ja im CO2 dann stehen und eben dann keinen Strom verbrauchen. Ja. Gaspumpe. Läuft. Achso, ne, läuft nicht. Hier kommen wir dann ja alles Essbare reinpacken. Priorität nehmen wir mal für beide auf 6. Dürfte auch nicht allzu lange. Aber man sieht es schon, dass die jetzt schon im CO2 stehen. Der Sauerstoff wird hier, denke ich, nach und nach verbraucht. Wird die zerlegt. Da kommt das Essen alles hier oben rein. Hat den Vorteil, unsere Duplikanten, die sich was zu essen holen, haben einen kurzen Weg. Wenn irgendwas in der Küche produziert wurde, haben wir auch einen kurzen Weg. Überall kurze Wege. Und jetzt mal schauen wir mal eben nach den Berufen. Aber haben wir gerade tatsächlich niemanden auf 100%? Ist also nicht so, dass ich jemanden übersehen. Und denn hier die Bewässerung. Ah, shit. Kommt denn da verschmutztes Wasser in den Kreislauf? Ah, das ist wahrscheinlich abgepumpt worden. Okay. Muss ich bei denen, wo das Problem vorliegt, Lager leeren und gehen. Stimmt, ich habe die sonst ein Feld höher gebaut, damit die Lampe so. Ah.
Glaubt man das? Natürlich die Lampe ein Feld tiefer setzen. Machen wir es mal anders. Den nehmen. Reicht nicht. Hierher. Sich das gesamte System hier noch mal ändern, aber das macht ja eigentlich Sinn. Ja. Also, das hier noch mal gerne. Bauen das Leiterkabel hierher. Dann bauen wir die zweite Lampe. Leiterkabel. Hier liegen die Lampen. Hier liegen Ziegel. Den Ziegel. Der hier. Verwurzelt. Wo ich die hier gerade alle stehen sehe. Der Blumentopf wird zerlegt und Landwirtschaftsstation wird auch zerlegt. Wo ich die gerade alle stehen sehe. Wir brauchen zwingend einen Erholungsraum. So, und dann gehen wir hin, bauen das wieder leicht versetzt auf. Ja, hier reicht was hin, das heißt, dort kommt der Blumentopf hin. Da kommt die Landwirtschaftsstation hin. Aber dort ein. Ein. Ja, dann haben wir es doch wieder. Dann haben also alle Pflanzen mit Licht versorgt. Nicht alle mit Wasser versorgt, sehe ich das richtig? Doch, ne, da noch. Ja. Kommt schon. Schauen wir da gleich wieder nach. Also das hier füllt sich schon mal wunderbar mit CO2. Effekte können wir hier haben. Vielleicht. Dass sie Ziegel bauen. Ja, die machen ja durchaus Sinn. Dann können wir nämlich alles außer CO2 hochdrücken, das bleibt drin und das fällt dann rechts und später auch links runter nach unten durch. Und wenn der Raum mit CO2 erstmal gefüllt ist, dann können wir auch den Gasabzug und die Leitung abreißen. Aber jetzt müssen wir hier weiter. Ja, Priorität 1.
Dann ist das verschmutzte Wasser aus dem Eisbiom oben hier runtergefallen, abgepumpt worden und dann da in den Kreislauf gelangt. Zwischen ist M, das muss ich mir auch mal merken. Ja, okay. Wenn wir hier nochmal. Ich denke, da können wir relativ haarlos uns hocharbeiten. Dann müssen wir quer. Noch geht's. Gehen. Hier machen wir einfach mal gerade runter. Wenn der Wasserstoff freikommt, vielleicht hier nach oben, da ist eh schon ein bisschen mehr auch. Bisschen verschmutztes Wasser. Der ist sauber. Der ist gleich auch sauber. Immer ein gutes Zeichen, wenn man sieht, dass auch schon normales Wasser drin ist, dann weiß man. So, jetzt haben wir alles. Schön, okay, das ist fertig. Hier können weiter gerade. Fehlende Elemente dazu. Oh, ein Erdgasgeysir. Sehr cool. In der richtigen Richtung, weil unsere Stromerzeugung darf durchaus wieder hier unten gebaut werden. Schön. Was haben wir denn hier? 394 Gramm. Naja, naja. Ach so, ich habe glaube ich auch im Video gestern gar nicht aufgelöst, unsere beiden Gewinner. Shit, vergessen. Kerstin und Fabian, herzlichen Glückwunsch. Ihr wart diejenigen, die unseren Schlot hier richtig entdeckt haben. Damit bekommt ihr beide einen Platz auf dem elektrischen Stuhl, hätte ich fast gesagt. Auf dem Stuhl für die Gehirnwäsche. Ist vielleicht nicht unbedingt besser. So, jetzt haben wir hier noch ein wunderbar CO2 füllten Raum zerlegen. Wir können die Leitung zerlegen, was natürlich zur Folge hat, dass wir da CO2 beisetzen. Aber hier wird sicherlich. Wir haben einen gemeisterten Beruf, Steffi. Ja, dann geht's hier gleich mit der nächsten Stufe der Forschung weiter. Gehen wir noch mal kurz auf die Ernährung. Banane minus 1, nein. Ist, glaube ich, alles im Rad.
Hier doch auch mal auf, was wir da so finden. Ah, wobei, ich sehe gerade, Lagerverdichter sind voll. Wir müssten also Lagerverdichter bauen. Ja, dann lassen wir es erstmal. Gut, was haben wir denn hier? Wasser haben wir gefunden. Ansonsten ein kleines schnuckeliges Eisbiom mit 4-5 Keuchwurzen. Oh, wir sind hier schon am Rand angelangt. Ja. So, dass wir wirklich alles sehen, aber auch hier scheinen wir keine weiteren Geysire zu haben. Oft genug, wenn ich Geysire sage, dann möchte Siri was von mir. Gehen wir dann hier mal quer. Das müsste eigentlich. Ich würde mal vorschlagen. Hey, die ersten Dornenblüten. Oh. Ding schnell. Schön ist, wir können ja alles damit vollpflastern. Bilder auf. Abschließen und wir brauchen ein Ziegel extra, weil wir hier einen zusätzlich haben oberhalb der Tür, sonst hätten wir nämlich 65 und das ist zu groß. So kommen wir auf 64 Raumgröße. So, dann beginnen wir den Raum hier mal mit einer Spur, würde ich sagen. Den Elektrogrill hier neben bauen. Strom. Gut, ja, da müssen wir dann nur noch jemanden zum Koch benennen, aber. Wo haben wir Axa? Axa ist derjenige, ja, der auch Koch lernen soll. Ich. Eigentlich könnte er das ja auch. Hat er dann das hier fertig? Ja, das hat er aber hier noch nicht. Ja, man müsste halt schon mal irgendwann was fertig machen. Aber wir brauchen auch einen Koch. Deshalb. Da hat er ein Herzchen, das wird er schnell lernen. Ja, wir machen das jetzt mal. Prioritäten auch entsprechend verteilt, ja. Hm. Überhaupt. 18.
Baumgröße. Ach so, weil das alles noch dazu zählt, ja. Doch nicht. 63 Bilder. So, Küche war ja gar kein Raum, ne? Nee, da müssen wir da noch. Hier machen können. Wir könnten da vielleicht ja sogar Speiseraum draus machen. Nehmen wir hier einen Wasserkühler und einen Kantinentisch am Ende einfach hinstellen. Ich weiß noch nicht, ob, also was der Elektrogrill zählt, ob das eine industrielle Maschine ist. Das werden wir schnell rausfinden. Ah, hier, Neural. Oscillator. Vorher hieß es, glaube ich, Neural-Oszillator. Hier haben wir einen Aether. Oh, das ist aber sehr schön nah dran. Schön. Ein, wie heißt das Ding? Anti-Entropie-Thermoannulier. So war das. Oh, wir haben nur noch wenig Eisenerz. Dann wissen wir, wie wir das Problem lösen können. Weiteres Eisbiom. Ich hätte eigentlich gehofft, hier schon Öl zu finden, aber das wird dann wahrscheinlich von den Temperaturen her, ja. Hier gemacht. Das Chlorgas tritt da schon mal nicht mehr aus. So, was haben wir hier denn jetzt für ein. Hat tatsächlich geklappt, eine große Halle. Das heißt, unser Koch ist immer, wenn er sich hier drin aufhält, kommt er den Bonus für die große Halle. Hier bin ich eigentlich recht guter Dinge, dass dieses Chlorgas-Kohlendioxid-Gedöns irgendwann hier nach unten wegsackeln wird. Aber wir machen hier sogar luftdurchlässige Ziegel, weil wir dann hier das mal freigegraben haben. Dann ist auch da weg. Ja, da haben wir schon mal nichts mehr. Atmosphäre, ja, steht überall Chlorgas, ne?
denke, das mit dem Luftaustausch durchaus noch verbessern, indem wir hier freigraben. Und wie hier ist auch über. Mal bestehen. Müssen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video was einfallen lassen, diese ganzen Chlorgase hier, die müssen wir hier raus haben. Und ist schon wieder alles Sauerstoff, das ist schon mal gut. Hier ist noch machen wir das hier einfach mal gerade so, dass wir hier eine Leiter bauen. Im Graben, damit es hier auch absacken kann. Ach, Entschuldigung. So. So. Das ist dann noch. Ja, gut. Plan, die neue Küche ist nicht, naja, fertig, kann man jetzt nicht sagen. Aber ich wollte noch mal eben schauen. Knorpelbeere können wir auf jeden Fall ja schon mal herstellen. Und Schöpfefernisse sammeln, ja. Kontinuierlich Knorpelbeere. Ja, schön. Dann haben wir das. Die Geschichte hier läuft. Warum? Der Luft. Nee. Ich hier dann doch schon irgendwo im Vakuum? Ne. Nicht, dass wir da noch hinkommen. Okay. Einfach noch. Können wir das auslassen. Wäre sogar wild, da ein Ziegel reinzubauen, dann kommt auch noch frei. Jo. Schauen wir noch mal eben zum Schluss nach den gemeisterten Berufen. Alex. Forschung 2. Der hat den Minenarbeiter fertig, sehr schön. Ja, macht dann auch Forschung. Wissenschaftler Stufe 2. Ja. Okay. Ja, gut. Dann würde ich sagen, haben wir es für dieses Video. Das, was passieren sollte, ist erledigt. Die Küche ist mehr oder weniger fertig. Muss noch aufgeräumt werden. Und ja,
Bilder fertig gemalt werden. Wir können hier noch einen zweiten Elektrogrill machen. Werden wir auch noch machen, auch noch einen dritten. Aber das hat Zeit. Wir haben erstmal das, was kurzfristig fertig sollte, fertig. Das Nahrung, die Nahrung ist hier unten raus. Das heißt, wir haben hier kein Problem mehr, wenn hier nichts mehr im CO2 steht. Ja, also würde ich mal sagen, Projekt erfolgreich. Bei mir hier gerade noch ins Auge fällt, dass wir einfach mal alles entwurzeln, außer eine Pflanze, die wir hier wachsen lassen. Für die hätten wir dann nämlich auch genug verschmutztes Wasser. So reicht es eigentlich oder einfach hinten und vorne nicht. Und ja, so müssten wir da was geregelt bekommen. Jetzt aber wirklich, also danke, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe, ihr habt am Anfang den Like-Button gedrückt. Schreibt mir am Ende jetzt einen Kommentar. Unten ist warm. Da wird die Verbrühung herkommen. Stellen wir das doch mal auf. Eigentlich auf 40 Grad reichen. Ja, hier geht auch sonst eigentlich kaum niemand rein, nur zum bei Graben. Die Verbrühung gefährlich? Ne, Schana hat noch 93 Gesundheit. Der Rest bleibt dann aus. Und man, die erholen sich ja jetzt neuerdings auch beim Schlafen ein bisschen. Das ist, glaube ich, alles gut. Ja, also nochmal Dankeschön, Kommentar nicht vergessen. Und ja, weiterhin könnt ihr mir Fragen stellen fürs Frage-Antwort-Video. Und bevor die Stimme ganz weg ist, kurz und schmerzlos danke und bye bye.